Und damit ein herzliches Willkommen zur dritten Folge von Dungeons & Dragons Dark Alliance. Wir haben ja gestern schon zwei Folgen gespielt, die ersten beiden Missionen abgeschlossen, ein bisschen was an Loot rausgeholt. Heute wird das Divo definitiv mal kein Legendary bekommen, sondern wir nicht. Genau, wir sind wieder zu dritt am Start mit dem Captain Yesterday und dem Stevo zusammen. Hallöchen. Moin. Und schauen uns jetzt auch direkt die dritte Map an, beziehungsweise das dritte Dungeon. Das heißt Bangors Brücke, Akt 3. Und starten wieder auf Wächterrang. Es fehlt noch ein kleines bisschen für den vierten Rang, leider. Und Rade steht einfach. Könnt ihr mir... Ja, okay. Entschuldigung, ich komme. Ich wollte wissen, wo ich meine Fähigkeiten austauschen kann. Gar nicht. Hast du denn schon welche freigeschaltet? Du hast immer alle. Ja. Ja, ich müsste auf Q. Dann, ja, dann unter M und dann kannst du... Ja. Unter... Ist ja. Egal. Ne? Ich habe so ein Pfeil... Talente, dann kannst du die auswechseln. Ah, ich habe nämlich so einen Pfeilhagel bekommen. Und wenn Stevo jetzt wieder so ein legendäres Ding kriegt, dann schubst du mir von der Klippe. Dann spawn ich neu und schubst dich. Unfälle passieren. Guck dir mal die Äxte da an von den Zwergen. Guck mal da unten, Stevo. Ach, huch, Entschuldigung. Plupp. The Sappers did their work well. Too well. Direkt 72 Gold. But it is still our home. And the people within it, your family. That's all that matters. Ich habe im Video sogar, in dem ersten Video von uns habe ich sogar gesehen, dass wir was vergessen haben. Ehrlich? Ja, ja. Zu looten. Oh, fast. Weg da, weg da. Droppen hier diese Bomben wieder. Deine Freunde, die Bomben, ey. Bloß weg. Ist wieder Gold. Oh. Alter. Was ist los? Bin ins Feuer gelaufen. Eine Tür habe ich. Oha. Das war nicht gut. Komm mal her. Nice. Arsch einziehen. Arschbombe. Schmeckt mit die Viechers. Oh, der hat mir einen Hit verpasst. Ich bin down. Ich auch noch. Oh nein, ich komme doch nicht. Ich gehe nach oben kurz. Oh nein. Ich schwäche dir erst. Er schlägt halt weiter auf mich ein. Zeit. Ja, mich auch. Sie liegen auf dem Boden, schlag mich. Perfekt für mich. Kriegen die überhaupt Schaden? Ah ja. Ja, ich hab nur ein bisschen, okay. Hab nur ein bisschen Ausdauer regeneriert. Ich muss mal Ausdauer. So, einen hole ich schon mal. So, ist der zweite da. Ja, Mann. Geile Wurzeln, ja. Ja.
Oh, was machen wir hier? Hier lohnt doch nicht rasten, oder? Besser. Nee, Loot. Loot. Okay. Das bei mir ändert er das immer, ne? Bei mir ändert er das immer. Gestern stand da noch C und Dings, jetzt steht da... Gestern stand dann da linker Mausbutton und heute steht da hier Thumb, hier Mausrad reindrücken. Ja. So, der spielt das Spiel mit mir. Einen Hebel. Der verarscht. Ah, hier ist die Bombe. Oh. Da ist der Hebel. Hast du gehört, Steven? Da ist die Bombe. Setz dich drauf. Wow. Zeig ich dir gleich, würde ich sagen. Was ist mit dir, Alter? Wolltest du da runterspringen? Nee, eigentlich nicht. Also ich slide, ja. Jawohl, guck. Hier ist noch so ein komischer Grabstein. Ich gehe jetzt oben weiter. Irgendwas, ne? Oh. Okay, klar. Oh. Kommt der raus, Alter? Ei, ei, ei. Ja, danke schön. Alter. Ich bin schon wieder raus. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo ist das Team? Ich kämpf da hinten. Wo sind die hergekommen? Ja, die sind aus dem Boden. Alle hinter dir gespawnt. Ich bin hier vorne. Du hast einfach drin. So eine Welle von Gegnern hinterlassen bei uns. Dankeschön. Bitte. Nein, die Bombe halt. Kommst du zu mir durch, Steven? Okay. Okay, jetzt reicht's. Müssen, oder? Nice, fast 100% hast recht. Das geht ja. Gut, oder? Ja, freigeschaltet. Oh fuck, hier schon wieder was. Ich hab fast gedrückt, ey. Diesmal, was machen wir jetzt? Lager oder? Warte, ich nehme meine Potion, dann würde ich sagen Lager, oder? Mhm. Besser. Habt ihr genommen? Ah, jetzt. Pennen wir einfach in irgendeiner Dungeon einfach so mal am Pennen. Ja, so easy so. Ich bin müde. Echt? Das war noch eine Tour, ne? Wo? Überhüpfen. Ach, da. Seh's. Nur Gold, oder? Da ganz oben. Ich glaube, nur Gold, aber Moment. Manchmal kommen da trotzdem Items raus. Scheinbar nur Gold. Ah, und Gegner. Nicht einmal schön. Und Gegner. Ja. Gold und Gegner, Junge. Wir spielen Dungeon and Dragons in dieser Dungeon. Die haben mich. Gold und Gegner. Moment. Ich bin geschwupst. Ich kann nichts machen. Mach das. Hä? Wir sterben. Oh, schnell, geh weg, ich bring rüber oder was weiß ich. Geh auf die andere Seite. Wieso sind wir alle... Ist er dead? Ja, wir sind alle tot. Oh, spring auf die andere Seite. Nicht kämpfen. Ich kann nicht. Das ist Jetzt rüber. Oh ja, bleib drüben erstmal. Nee. Oh nein. Null. Na guck mal, die werden ins Feuer gelaufen. Ist aber nicht so schlimm. Nee. Wir haben eine Rast 2 Meter neben uns. Zum Glück. Jetzt zahlt sich das aus, ne? Mhm. Wenn die vor mir stehen, rechts, links, ich komme da nicht durch. Also, okay. Man kann nicht durch die durchlaufen. Ich habe anscheinend... Nicht. Ich habe anscheinend... Die Säcke noch holen, oder? Achso, ja. Achso, ja, stimmt. Ich habe anscheinend dann so eine Reduzierung, weil mich greifen die oft gar nicht an, so weißt du. Mach mal, geh mal von hier aus. Boah. Lol, ich bin einfach ins Loch gerollt. Hä? Hey.
Divo ist auch ins Loch gerollt, okay. Ja. Vor allem, warum haben wir das überhaupt gemacht? Weil wir haben doch schon das Zeug gehabt, ne? Egal, die haben uns gekillt, das konnten wir nicht auf uns sitzen lassen. War ein bisschen XP, ne? Bombe? Fehlt etwas, ja. Ja, die Bombe, die hat der Typ hier, glaube ich. Mammut, Alter. Jo. Da ist er. Ja, ich hab's. Was ist denn um? Ist gerade die Leiche neben mir weggesprungen oder so? Die hat Angst. Ja. Die hat sich erschrocken. Was war drin? Gold, Loot. Und eine Tafel, glaube ich, ne? Oh. Ja, keine Rüstung? Ne. Okay. Hier oben ja, rechts ist noch eine. Ja, da musst du erstmal gerade rüber und dann nochmal rechts gerade rüber über die Brücke und dann zweimal rechts irgendwie. Ah, okay. Da lang, ja. Okay. Ist nochmal so eine Bombe, ne? Ja, genau. Hol die jetzt. Hab's. Wo kommt sie rein? Die Truhe hier oben hol ich auch. Ah, und ein Buch haben wir gefunden. Nice. Diesen so. Gegner, die. Alter, was macht denn die für Moves schon wieder? Voll wild. Ich wollte wieder Stevo angreifen. Ich komme so angerannt, will mich eigentlich nur hinstellen und anfangen zu schießen. Mache irgendwie einen Flickflack, einen Karate-Flug-Move und noch irgendwas, ey. Voll außer Kontrolle. Also ich greife dich permanent an, du bist irgendwie nicht zu unterscheiden von den ganzen Zwergen hier. Ich bin down. Ah, dieser Kackmagier da hinten rechts in der Ecke neben dir. Die wo rechts, ja, der Grüne. Der ist übel. Nix, du. Hey, ich kann nur rasten, oder? Ja, was machen wir denn aktuell? Ja, wir haben doch eine Raster vorne. Also, ich glaube, wenn wir immer abwechselnd machen, reicht das, oder? Ja. Mhm. Hier ist ein Buch, oder? Ja. Was ist das Buch nochmal? Achso, du hast das Ding schon kaputt gemacht, ne? Ja, ja, das habe ich auch so sehen, Kampf noch mit aktivieren. Wofür ist das Buch nochmal? Da habe ich den letzten Zwerg in die Luft. Keine Ahnung, wofür die sind. Das kann ich dir nicht genau sagen. XP vielleicht noch. Und einfach nur sammeln. Weg da, weg. Alter, jetzt geht das wieder los hier. Ich habe eigentlich gewartet, bis er vorgeht, weißt du, wieder an die Kante. Oh, scheiße. Ja, genau so. Euch auch, ich auch. Tschüss. Plupp. Das war voll laggy. Plupp. Weg war er. Plupp. Abrakadabra und der war nicht mehr da. Ja. Trick 17. Aus der Affäre ziehen. Die Sport neu. Ein Heal-Kreis wäre cool. Ja, komme. Ja. Mach mal Dinge gerade. Mach mal. Ich
Jetzt hab ich noch verpasst. Was machen wir jetzt? Wieder Feuer oder Rast? Rasten. Ja. Okay. Mach mal vorsichtshalber. Immer abwechseln. Passt doch dann. Man merkt schon, dass es ein bisschen anspruchsvoller geworden ist, also. Ja, ja. Ganz so leicht ist es natürlich nicht. Hier hinten ist noch ein Eingang, genau. Ist da was? Ja, ja. Pass auf, wenn ihr das genommen habt, ne, dann kommen direkt, Kreaturen raus, müsst ihr direkt wieder zurückspringen. Ich glaube, oder? War das nicht hier? Ne, das war nicht hier. War nur Gold. Ha, na fuck. Aber da hinten, ne? Was? Oh, Gold. Da, ich schieß nach hinten noch ein bisschen Gold kaputt. So. Gold haben wir nicht. Alles. Oh nein, ich hab ein Schiff gedrückt, da ist mein Steam aufgegangen. Mit einem. Das Overlay. Sieht das nicht aus so? Ja, genau so geht das. Steam. Geht das nicht auch so? Und verschwindet unten in den Lava, Alter. Bye, see you later. Ja, bye so bye. Kann man sich auch aus dem Leben flanken, Alter. Aus der Affäre gezogen. Du jetzt auch warten können, bis er den Hebel betätigt. Na. Nein. Ja, dann mal alle auf den Waffen. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Oh je. So, jawohl. Bossfight. Die Typen hier wieder, glaube ich, die Hunde bist welche. Ja. Annihiliert. Hier, komm her. Ja, geil. Den ersten habe ich. Oh. Nein. Ach, das bist du. Oh, scheiße. Auf mich zu jagen. Wow. Stark. Was ist das hier? Die haben so eine magische Fähigkeit irgendwie. Boah, man kommt nicht bei denen durch. Was ist denn das? Da sind überall Bomben die ganze Zeit bei mir. Ich bin tot? Ja, gehen wir mal einen Moment. Liege auf dem Boot. Geht mal aus dem Weg. Der hat so eine Art Schild. Jetzt kriegt er Schaden. Wird voll durch die Gegend gewirbelt. Oh, weg. Oh, fuck. Oh, ja. Das ist tot. Das war wild. Oh, ja. Guck mal, wie dich anguckt. Guck mal, wie dich anguckt. Digga, was machst du da? Oh, jetzt ist hier alles invertiert. Oh, ja. Kann das mal weggehen? Schild, ne?
Ihr müsst, so hinter, die, ihr müsst hinter diese Dinger, wenn er das macht. Ja, hinter die Schilde. Oh, ich bin tot. Ja. Wir sagen es gerade noch. Er hat es halt nicht gemacht. Jetzt ist er nämlich halt angegriffen. Jetzt hat er keine Ausdauer mehr in dem Moment. Ah. Oh, ich hab nur noch einen Heiltrank. Komm, 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 komm. Der hat schon gut was an dem Leben verloren. Fang ihn. Bin rausgedrückt. Nice. Boah, guck mal das. Home was a ruin, and the destruction of Bangor's span, the bridge named for his father, its loss was a heavy burden. The dwarves had to abandon their life, chased from their homes by the goblin and verbeek remnants of Kessel's orcs. These threats and worse had answered the call of Kren Shinnabon. Were the only thing that stood between these creatures, the Shard, and the utter destruction of our home. Akt abgeschlossen. Nice. Also man sieht auf jeden Fall, wer der DD ist. Nice. Do I get a title for all that? Ah, itemtechnisch war das nicht ganz so, oder? Nee. Nichts Episches hier bekommen, ey. Schwach. Ach, ich bin nur auf Stufe 7 aufgestiegen und ja, 8. Lol. Ja. Dafür hast du 2 Punkte bekommen. Talent. Komm, du hast die epischen Dinger bekommen. Ey! Du kriegst Kristalle. Epische Sachen. Die Kristalle? Ich will die auch haben. So, haben wir den ersten Akt auf jeden Fall abgeschlossen. Welcome, King. Soweit ich weiß, können wir jetzt auf der Map auswählen zwischen 3 Kapiteln. Also wir können uns auswählen, was wir als nächstes spielen. Es gibt 3 offene. Davon kann man jetzt eins auswählen. Ja. He said something about a parade in his honor, but no matter. That's why I'm here. So, ich bekomme ein Schild, habe ich bekommen. Mal sehen. Ja, das ist aber auch das Einzige und es ist sogar noch schlechter wie mein voriges.
Sonst habe ich nichts Neues. Nö. Aber wieder neuen Skill. Gerade auf Ausrüstung und dann steht unten Fähigkeit. Und wenn du auf Fähigkeit gehst, kannst du Talente zuweisen. Ach, da. Jawohl, da ist der Pfeilhagel. Ich nehme mal den mit, anstatt die Ranken. Ich kann jetzt auch irgendwie wirkt Regeneration und Reinigung auf alle Verbündeten in der Nähe. Auch sehr lecker auf jeden Fall. Ach, und betäuben kann ich. Sehr cool. Oh, 15% mehr Schaden nach dem Blocken. So. Und nach dem Sprinten habe ich jetzt. Sehr schön. Ja, also ich kann nicht wirklich was machen. Gear-technisch habe ich mich nicht verbessert. Oh, nice. Ich habe Auferstehung bekommen. Belebt alle gefallenen Verbündeten in Reichweite wieder. Ah, okay. Und wie konnte man jetzt die Talente ändern? Also M, Ausrüstung, auf M, ja. Dann auf Ausrüstung und dann unten, wo der Ring und das Trinkflächen ist, da rechts. Fähigkeiten, ja. Genau. Wie man, auf was lege ich was? Höhnen, Amboss von Clan. Sind die beiden Dinge auf Q, sind das die beiden? Der obere und der untere. Der obere ist der, wo du einmal kurz drückst. Und der untere ist der, wo du lange gedrückt hältst. Das siehst du an dem blauen Kranz um dem Buchstaben. Mm. Du kannst halt nur zwei mitnehmen. That's the point. That's the point. Ja, dann nehme ich Regeneration und den Amboss. Ja. Das ist gut. Genau. Guck mal, Ausrüstung muss ich mal kurz checken. Oh ja. Ja, cool. Jetzt regenerieren wir immer. Jetzt gucken wir uns nochmal die Karte eben an. Ah, genau. Wir können jetzt das Kapitel der Splitter des Goblins machen. Dann das Kapitel die Sause. Und das Kapitel der Orden des wahren Lichts. Also drei verschiedene Kapitel. Und immer mit drei Missionen, ja, jeweils. Also 9 Missionen haben wir vor uns. Ui, ui. Guck mal meinen Hammer an. Eine Sekunde, ich bin im Ausrüstungsbildschirm. Cooler Hammer, ja. Das ist so ein Skin, die kann man da oben einfach auswählen. Wo denn? Ich habe den Shophändler unter den Reiter-Skins. You're gonna love what I got. Ah, lol, echt? Jo. Haben wir uns die jetzt erarbeitet? Was? Skin ändern, ja. Ja, cool. Ja, die haben wir uns erarbeitet. Kannst du die ändern? Hey, kommt hier gleich irgendwas mit? Kommt hier gleich irgendwas mit Kälte oder so? Ich habe mal Haufen Ausrüstung bekommen, die sich auf Kälteresistenz bezieht, die ganze Zeit. Nö, aber die haben zum Teil ja schon Kälte-Dings gemacht. Rostar. Naja, die haben das okay. Zum Teil schon gemacht. Okay, jetzt geh ich schnell zu dem Händler hier. Alright. Okay, jetzt sehe ich ein bisschen anders aus, minimal. Gut, das nächste Kapitel sehen wir uns aber auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Wir bedanken uns auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Denkt dran, abonnieren, Glocke aktivieren. Verpasst nicht die nächsten Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut da rein. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.